Ich hoffe, ihr Lieben, ihr seht mich, weil Facebook und Zoom gerade ein bisschen nicht kompatibel sind. Ich weiß allerdings nicht, warum. Aber jetzt sehe ich mich auch. Also ich hoffe, ihr seht mich auch. Es ist zwar gerade erst 19 Uhr, aber ich habe schon mal mich eingeschaltet. Weil ich gemerkt habe, dass heute irgendwas nicht stimmt. Aber nachdem die Yvonne und die Nicole schon Hallo geschrieben haben, müsste ja trotzdem alles passen. Hallo, ihr Lieben. Ja, war gerade schwarz. Aber ihr hört mich auch, ne? Weil letztes Mal hat man ja das Problem, dass man mich nicht gehört hat. Aber Nicole passt sehr gut. Hallo, Veronika, hallo Heidi, hallo Alex. Hallo Kathrin, hallo Kathleen. Ich muss hier nur mal schnell ein anderes Bild von mir nehmen, weil ich das zeitverzögert sehe und das macht mich nervös. Ich kann ja auch einfach stoppen. So. Hallo Bea. Ton und Bild sind gut. Prima. Hallo Gabriele. Hallo Christina, ich sitze heute auch ein bisschen weiter hinten, weil die Sonne so komisch reinscheint und dann gibt es immer Lichtblitze, wie ihr seht. Aber wir kriegen das alle hin. Hallo Anke. Was krummelt denn da unten? Anton, leg dich mal hin. Jetzt ist Webplausch, wenn Webplausch ist, sind die Pensionshunde leise. Ja. Außer die da hinten. Aber das hat einen Grund, warum die da hinten sind. Wo waren wir denn? Hallo Elli, hallo Silvia, hallo Hannelore, hallo Sandra, hallo Anita, hallo Miri, hallo Silke, hallo Ilona, hallo Susanne. Euch auch allen einen wunderschönen guten Abend. Hallo Nicole. Hallo Josephine. Hallo Christiane. Hallo Susanne. Bin gespannt. Ja, freut mich. Also für alle, die das erste Mal bei so einem Webplausch dabei sind, der Webplausch ist einfach immer was ganz, ganz Ungezwungenes. Ich erzähle ein bisschen, ihr dürft Fragen stellen. Wir haben ja immer ein Thema. Und da erzähle ich so aus meiner Sicht, aus meiner Praxis, aus meiner Erfahrung. Ihr könnt jederzeit Fragen dazwischen stellen. Ich versuche auch immer, alles zu lesen, was nicht immer ganz einfach ist. Manchmal fällt mir im Nachhinein noch was auf, dann antworte ich einfach im Nachhinein. Oder ihr meldet euch nochmal, dass ich die Frage überlesen habe. Wobei heute haben wir ja kein wirklich theoretisches Thema. Gibt es vielleicht auch gar nicht so viele Fragen, wie wenn wir über was ganz Spezielles einfach reden. Na, wir werden sehen. Aber wie gesagt, es ist ganz ungezwungen, so ein Webplausch. Ich erzähle einfach ein bisschen und lese zwischendrin eure Kommentare. Hallo Melanie, jetzt muss ich mal gucken, dass mir keiner durchgerutscht ist. Hallo Laura, hallo Isabel. Ich habe vorhin das Foto noch von Theo gesehen, der ist ja sehr süß. Miri, der Dackel-Anton, ja, der Dackel-Anton. Komm mal her, die Miri will dich sehen. Sitzt nämlich direkt unter meinen Füßen und schläft heute Nacht hier. Schau mal, die Miri will dich sehen. Guck mal, super. Magst du wieder runter? Langsam? Super. Der Dackel Anton ist da, ja. Hallo Heike, hallo Ini. Rosa steht hier gut. Dankeschön. Ja, schön, euch auch wieder zu lesen. Ist ja trotzdem schon ein bisschen her, ne? Wenn kein Kurs ist, ist es halt trotzdem nicht ganz so oft. Hallo Angela, Isabel, ja, und Simba hat die Zusammenführung so toll gemacht, ganz vorsichtig und lieb. Na, das ist super, das ist doch ein toller Einstieg in die Mehrhundehaltung. Hallo Petra, hallo Doro, hallo Michelin wahrscheinlich, Michelin. Ja, der Anton ist zum Knutschen. Anton darf heute Nacht hier schlafen.
Aber jetzt legt er sich bitte hin. Und der Barney auch. Barney ist auch da, Miri, aber den hebe ich dir nicht hoch. Barney, legst du dich hin, bitte? Aber den sieht man da unten im Eck. Warte mal, da. Miri kennt nämlich unsere ganzen Hunde. Also es sind ja alles Pensionshunde. Der Anton, der Barney, die Pippa ist noch irgendwo da drüben. Und Miri kennt die alle. Okay, wir warten mal kurz noch ein, zwei Minütchen, bevor wir anfangen. Und ich habe heute auch einige Fragen an euch. Hallo Petra. Spannend, mach mal Platz. Super, toll. Barney. Ja, Miri, der ist auch mal wieder da. Das alte Haus. Guck mal schnell noch, ob irgendeiner eventuell noch in die Gruppe will. Das haben wir ja manchmal mitten im Webplausch. Aber gerade nicht. Hätte ich doch heute mal vorbeikommen sollen. Ja, Miri, hättest du. Hallo, Julia. Hallo, Susanne. Hallo Martina. Und was da hinten bellt, ich weiß allerdings nicht, ob ihr das hört, ist der Balu. Aber den kennst du, glaube ich, nicht, Miri, der Border Collie, der Herrin keine Ruhe geben kann. Und wenn er dann im anderen Zimmer ist, halt einfach bellt. Aber dann später darf er wieder rein. Hallo Annette. Gut, ihr Lieben, wir reden ja heute ein bisschen über sinnvolle Spaziergänge alleine und in der Gruppe. Und in der Gruppe meint auch ein bisschen nicht nur, weil viele von euch ja mehr Hundehalter sind, sondern auch, wenn man mit anderen Menschen läuft. Also auch eine Gruppe, die zusammengewürfelt ist, ob das jetzt eine feste Gassi-Gruppe ist, wo die Hunde sich ja schon auch mehr noch als Gruppe definieren, wie wenn das über ein Training oder so, also ein Trainingsspaziergang oder sowas ist. Aber es macht schon einen Unterschied. Mit meinem ganzen lauten Ohr habe ich meine Hunde jetzt aufgewühlt, Miri. Hallo Angelique, schön, dass du auch mal dabei bist. Genau, und Thema ist ja sinnvolle Spaziergänge, weil ich in meiner Praxis leider immer wieder merke, dass zu wenig darüber nachgedacht wird. Und das heißt nicht, dass wir bei jedem Spaziergang uns vorher einen riesen Plan machen müssen oder irgendwie, was weiß ich, was für viele Sachen mitnehmen müssen, um dann da Bespaßung zu haben, sondern meine Intention ist immer, dass man einfach ein bisschen mehr darüber nachdenkt, was wirklich sinnvoll ist, damit es eine gemeinsame Aktion wird und nicht der Mensch läuft und der Hund läuft. Und das ist das, was ich halt ganz oft sehe. Also ganz schlimm sind ja die, und ich glaube nicht, dass da jemand hier dabei ist, der mit dem Handy durch den Wald läuft und der Hund macht, was er will. Dann wärt ihr nicht in so einer Lerngruppe. Aber das gibt es halt leider ganz oft, ne? Dass die Menschen einfach rausgehen, einfach nur, dass der Hund Bewegung hat, sich auspowern kann. Es wird ständig nur Bällchen geschmissen oder sonst was. Oder der Hund ist auf einer Hundewiese und rennt ziellos ständig zu anderen Hunden. Ja, keine Ahnung. Also es ist häufig so, dass ein Spaziergang für den Hund ein Spaziergang ist und für den Menschen halt ja auch ein Spaziergang, aber es nichts Gemeinsames ist. Und das ist so wichtig. Und das kann man, egal ob ich nur einen Hund habe oder ob ich 5 Hunde oder 10 Hunde dabei habe, ich kann immer eine gemeinsame Aktion draus machen. Gerade wenn ihr mehr Hunde habt, ist es so wichtig, dass die Hunde das auch als Einheit erkennen und das schweißt zusammen. Also gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Dinge, gemeinsame, also das Angleichen von der Schrittgeschwindigkeit, alles das sind Dinge, die eine Gruppe auch zusammenschweißen, was im Mehrhundehaushalt halt wirklich wichtig ist. Vor allem, wenn man viele verschiedene Charaktere hat, viele verschiedene Rassen hat, weil da kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, wenn man noch drauf eingehen. Ich lese bloß gerade, ob noch irgendwas. Nein, die Barbara hat noch Hallo gesagt. Okay, ich weiß nicht, ob ihr warte mal, ich muss mal gucken, dass ihr es gut seht, diese Zeichnung kennt. Ich halte mal hier in die Kamera. Wird auf Facebook ja häufig geteilt.
Ich finde es wunderschön, weil das, warte mal, ups, weil das genau das aussagt, was wichtig ist. Nämlich, wir sind glücklich, wenn wir zusammen sind. Und nicht, weil wir zusammen zufällig denselben Weg im Wald laufen oder zufällig dieselbe Richtung laufen, sondern weil wir gemeinsam laufen, weil wir was Gemeinsames machen. Jetzt dürft ihr mir bitte mal in die Kommentare schreiben. Hallo Maren. gerne mal in die Kommentare schreiben, was für euch und euren Hund, also euch gemeinsam, euch als Gruppe oder Mehrhundehaushalt, auch die ganze Gruppe, was für euch einen tollen, sinnvollen Spaziergang ausmacht. Nennt mir mal einfach ein Stichwort, jeder ein Stichwort, wenn ihr mehrere habt, einfach untereinander in verschiedene Kommentare. Aber ein Stichwort, wenn die Frage wäre, was ist für euch ein bereichernder, sinnvoller, verbindender Spaziergang? Ein Wort. Ich bin gespannt, was kommt. So, wer fängt an? Gemeinsam schauen und hören, zusammen entdecken, schnüffeln. Für mich die Natur. Für mich ist schon mal gut, genau. Entdeckungsspaziergang, gemeinsame Übungen, suchen. Okay. Baby, wo willst du denn hin da hinten? Die Tür ist zu. auf das Sofa. Natur hören. Gut. Wem fällt noch was ein? Ganz ruhig gucken. Ich genieße das Tiere beobachten. Ich wäre schon froh, wenn meine Hunde mal auf mich achten würden und nicht nur ziehen. Susanne, werden wir was dazu sagen? Für Happy Gucken, für Annie Rennen. Gemeinsam kommunizieren, balancieren. Gemeinsam kommunizieren, super. Gemeinsame Aktionen, zum Beispiel buddeln, ja. Zusammen was erleben, Spaß haben, Baumstämme laufen. Zusammen Spaß haben, super beobachten. Gemeinsame Zeit, ja, sehr schön. Zusammen entdecken, gut. Gute Hundebegegnungen gemeistert, freiwilliger Blickkontakt, sehr gut. Julia war mal zu Intensivtagen da. Da haben wir Thema Hundebegegnungen als wichtiges Thema gehabt. Ja, super, Julia. Freiwilliger Blickkontakt, perfekt. Mal schauen, ob noch was kommt. Ich warte noch mal kurz. Ich wäre froh, wenn nicht jeder sein eigenes Ding machen würde. Susanne, auch das kann man kombinieren. Die Charaktere sind unterschiedlich, wenn ihr mehrere Hunde habt. Ne? Die Rasse, selbst wenn es dieselbe Rasse ist, kann das ganz unterschiedlich sein. Aber das kann man ja trotzdem irgendwo in eines fügen. Spaß haben und Suchspiele, Tiere beobachten, kleine Übungen zwischendurch, Dinge suchen und bringen, sich vertrauen können, wow, schön, ja. Hundebegegnungen problemlos meistern, Susanne sagt, alles passt. Okay, wenn nichts mehr kommt, aber es waren ja schon super viele schöne Sachen dabei. Ganz oft das Wort gemeinsam oder zusammen. Was kam noch ganz oft? Ich klicke nochmal schnell hoch. Zusammen, genau. Zusammen, gemeinsame Aktionen, gemeinsam, genau. Unsere Hunde sehen das genauso. Entspannung, jawohl, Laura, voneinander lernen, sehr gut, Miri. Hunde beobachten, ne? Und davon lernen, was da so passiert. Gemeinsam etwas beobachten, Menschen, Hunde, Fahrräder, jawohl. Also, unsere Hunde sind es genauso, wenn wir das auch so vorleben. Eine Einheit bilden, sehr schön, Susanne. Genau, wenn wir auch mit dem Gedanken rausgehen. Also wenn wir mit dem Gedanken rausgehen, wir haben eine gemeinsame Zeit, Quality Time. Egal, ob ich nur mit einem laufe oder mit vielen laufe. Auch wenn ihr mehrere Hunde habt, das kann man ja variieren. Ich muss ja nicht jeden Tag mit allen laufen. Ich kann das ja entweder in zwei Blöcke oder drei Blöcke schieben. Oder ich mache mit allen ganz kurz was und nehme mir dann nochmal ein, zwei raus, mit denen ich danach nochmal ein Stück laufe. Je nachdem, wie alt die Hunde sind. Ich bekomme morgen in zwei Wochen meinen neuen Pflegehund. Der ist im Februar geboren. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung,
wie der sich einfügt, was, was dann geht, was nicht geht. Ne? Das wird sich ja alles rausfiltern. Aber es heißt ja nicht, dass ich immer alles mit allen machen muss. Also Quality Time auch einzeln zum Beispiel. Ich lese kurz, dass wir zusammen was erleben und nicht jeder seinen eigenen Weg geht. Genau, weil wenn jeder seinen eigenen Weg geht, dann kann ich ihn auch einfach rauslassen und warten und hoffen, dass er in einer Stunde wieder da ist. Na, überspitzt gesagt. Ja, genau, also mein neuer Pflegi, der ist im Februar geboren. Keine Ahnung. Ja, also meine Hunde sind es gewohnt und das empfehle ich auch immer, dass es kein Drama ist, wenn mal nicht alle mit können. Und dass es völlig okay sein muss, wenn mal ein, zwei, also einen alleine lasse ich nie hier. Ich habe ja 6 Hunde, da lässt sich das ja gut regeln. Entweder nehme ich 2 mit, 4 bleiben da oder ich mache 3-3 oder 2 bleiben da, 4 gehen mit. Ich nehme auch mal nur einen mit, wenn ich was Spezielles trainieren will und die anderen 5 bleiben so lange da. Wenn ich zurückkomme, gibt es eben noch eine gemeinsame Einheit oder bevor ich starte, gibt es noch eine gemeinsame Einheit. Aber es ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn man das gut transportiert. Die meisten Hunde machen da nur ein Drama draus, weil der Mensch da sehr unbedacht damit umgeht. Aber ich kann das gut transportieren, zu sagen, nee, heute ist mal nur der Opa dran oder wie meine Donna noch gelebt hat, heute ist mal nur die Oma dran und 2, 3 gehen mit, die das auch total gut aushalten können, wenn wir so Dümpelrunden machen. Und die Youngsters können das auch mal lernen. Also ich muss das als Mensch einfach ordentlich transportieren. Isabella hat gerade geschickt, dass alle schlafen. Ich muss das nur ordentlich transportieren, authentisch sein dabei, nichts bemitleiden und sagen, es tut mir leid, dass ihr da bleiben müsst, sondern es ist einfach so. Ja, also wenn ich nur 1 oder 2 Hunde habe, stellt sich die Frage ja meistens nicht, es sei denn, es kommt ein Welpe dazu, der vielleicht noch nicht so viel laufen kann wie, wie der Ältere. Aber ansonsten kann man da ja wirklich variieren und sagen, heute machen wir mal alle gemeinsam, alle 6 oder wenn der neue Pflege da ist, alle 7. Die erste Runde machen wir ganz gechillt, um mal zu gucken, weißt du überhaupt, was Leinelaufen ist? Vermutlich nein. Der ist im Tierheim, seit er Mini war. Eventuell muss ich da auch erstmal, wie bei meinen anderen 2 Mädels, die ja auch als Welpe zu mir kamen, erstmal 1, 2 Wochen alleine laufen. Dann kann er ganz schnell auch lernen, dass er eben auch mal mit einem Hund alleine hier bleiben muss, ne, wenn ich dann mit den anderen gehe. Also wichtig ist, dass wir uns Gedanken machen, Gedanken drüber machen, was ist denn sinnvoll, wie das Thema heißt, und nicht, oh, ich muss jetzt mit allen, weil sonst gibt es vielleicht Ärger zu Hause, oder was ich auch leider ganz oft höre, wenn ich nur einen Hund oder nur 2 Hunde mitnehme, kriegen die auf den Deckel, wenn die zurückkommen, von denen, die da bleiben mussten. Das stimmt einfach in der Kommunikation mit den Hunden, also vom Mensch zu den Hunden, was nicht, weil das ist ja die Entscheidung vom Mensch. Und das müssen Hunde akzeptieren lernen und das können die akzeptieren lernen. Ein Bild hatten wir schon gelesen. Habe ich auch schon gelesen. Da sind wir. Wir nähern uns gemeinsam dem Postboten. Sehr gut. Ich laufe morgens immer getrennt. Ando freut sich immer so sehr. Da ist er zuerst dran und das ist seine Zeit. Genau. Das ist seine Zeit und dafür hat die Carla dann einfach ein anderes Mal ihre Zeit. Ich bekomme es besser hin, mit allen alleine spazieren zu gehen. Nur Evita und Luis gehen schon mal öfter zusammen mit mir. Dann ist aber oft so eine Energie unterwegs, dass ich dann mit Dobby entspannen muss. Genau, ich hatte ja, wer in der E-Mail-Liste ist, ich hatte ja gestern nochmal das Video geteilt, beziehungsweise den Link, nicht das Video geteilt, aber den Link reingestellt von dem Video, das ich mal zu den Entspannungsspaziergängen online gestellt habe. Das sage ich vielleicht gleich was dazu, bevor uns das durch die Lappen geht. Entspannungsspaziergänge, Entschleunigungsspaziergänge sind super gut. Und da ist völlig egal, wie viele Hunde dabei sind. Jeder Spaziergang sollte generell mit Ruhe beginnen und mit Ruhe aufhören. Also wenn man das als Ziel hat, ich gehe spazieren, ich gehe mit Ruhe raus. Oder wenn wir irgendwo hinfahren, wir starten da, wo wir dann aussteigen, mit Ruhe. Und auch am Ende will ich Ruhe haben. Ich kann zwischendrin Dynamik reinbringen. Na, ich kann über Suchspiele, über alles mögliche. Ich kann Leckerli schmeißen, ich kann mit den Hunden mal rennen, ich kann mal Jagdspiele machen, ich kann total gut zwischendrin in so einen Spaziergang Dynamik reinkriegen, je nachdem, was halt geht. Aber wir starten immer mit Ruhe und wir beenden immer mit Ruhe.
Und das sind so Entschleunigungssequenzen oder ganze Entschleunigungsspaziergänge halt super. Das, was man im Video sieht, das erste ist diese Leseübung. Das heißt, ihr nehmt euch irgendwas zu lesen mit und alle 10 Schritte oder alle 2 Minuten oder das kann man sich ja überlegen, was passt für einen. Man kann das auch ein bisschen anpassen an die Gegend, in der man läuft, ob da sehr viel Reize sind oder wenig. Aber ich nehme mir einfach vor, immer wieder in gleichmäßigen, regelmäßigen Abständen ein bisschen was zu lesen. Und es muss nichts sein, was mich jetzt dringend interessiert, aber einfach, dass die Hunde immer wieder eine Pause haben, in denen ihr euch auf euch konzentriert und nicht auf die Hunde. Dass die Hunde nicht ständig das Gefühl haben, im Gespräch mit euch sein zu müssen. Also das geht natürlich nur an der Leine. Das wäre Leinenpflicht, weil sonst lernen sie nur, sie können ihr Ding machen, weil ihr nicht aufpasst. Aber sie sollen eben lernen, auch an der Leine ist einfach mal immer Stillstand. Das ist eine ganz tolle Übung, wenn man das regelmäßig macht. Am Anfang ist es für die Hunde sehr schwer, gerade Hunde, die viel schnüffeln wollen oder viele interessante Dinge sehen, dann wollen die eventuell mit der Leine euch wegziehen oder dahin ziehen. Bleibt einfach ganz ruhig, bleibt bei euch, lest eine Seite oder einen Abschnitt, lauft weiter und irgendwann kommt die nächste Seite und irgendwann die nächste. Dann lernen die Hunde, okay, wenn das Frauchen steht oder das Herrchen, ich weiß nicht, ob Männer heute dabei sind, dann ist erstmal gar nichts angesagt. Dann stehen wir einfach und warten, bis es weitergeht. Diese Buffet-Übung, die man in dem Video sieht als zweites, ist, also ich nenne es immer Buffet-Übung, weil man sich eigentlich das raussucht bei seinen Hunden, wie beim Buffet, was einem gefällt, das pickt man sich raus und alles, was einem nicht gefällt, was man nicht mag, lässt man einfach links liegen. Das heißt, wir schleichen ganz langsam durch den Wald oder wo ihr gerade spazieren seid. Es wird nicht gesprochen, es wird nicht großartig, also es wird gar nicht belohnt, nicht geklickert. Ihr wisst, wie viel ich vom Klickern und Markern halte, aber beim Entschleunigen hat es auch nichts zu suchen. Wir schleichen, wir reden nicht mit den Hunden, wir schauen einfach, was machen die Hunde. Alles das, was toll ist, nämlich zum Beispiel ein Hund zieht an der Leine, ihr bleibt so lange stehen, bis er ein bisschen Zug rausnimmt. Solche Sachen kommentieren wir ganz leise mit super, toll gemacht. Dass auch die Stimme einfach dieses Entschleunigen transportiert. Und dann geht es erst weiter. Also alles, was uns nicht gefällt, der Hund zieht, der Hund bellt, all das lassen wir links liegen. Wie beim Buffet, gefällt uns nicht, bleiben wir einfach stehen, warten, bis irgendwas kommt, was uns gefällt. Dann laufen wir erst weiter. Das ist eine ganz, ganz tolle Methode. Ich mache ja jetzt nicht mehr ganz so regelmäßig, aber früher habe ich mindestens einen Spaziergang pro Woche, meistens sogar 2 Spaziergänge pro Woche, nur entschleunigt. Gerade bei Hunden, die sehr viel Jagdtrieb haben, ist es im Wald super. Die ersten Male tierisch anstrengend. Der Hund ist hinterher, auch wenn er bloß 50 Meter gelaufen ist, weil es einfach nicht weitergeht. Der ist viel müder und fertiger, wie wenn er da eine ganze große Runde gelaufen wäre. Und das tut dem Mensch gut, das tut den Hunden gut, weil sie einfach runterfahren. Ich schaue schnell, dass mir nichts durchrutscht. Wissen meine auch und haben kein Problem damit, wenn sie zurückbleiben. Genau, Christina. Bei 3 Hunden, ne, kann man das ja auch. Morgens um 6 sind so viele Hasen unterwegs, da kann ich, glaube ich, nicht lesen. Probier es aber mal. Also man kann ja auch die Leinen, wenn die Hunde da gern ziehen, man Leinen auch am Körper, Bauchgurt oder so haben, man hat die Hände frei. Man muss sich nicht auf ein Geziehe einlassen, weil man automatisch, obwohl man es nicht sollte, aber ihr wisst alle, ihr sollt eigentlich nicht zurückziehen, wenn euer Hund zieht, weil wir sonst Zug und Gegenzug haben, was die Sache ja immer verschlimmert. Aber ich kann ja an einem Bauchgurt die Hunde haben und kann mich auf mich konzentrieren und die Hunde sollen machen. Probier's mal. Zurückbleiben und warten geht, solange ein Mensch mit allein bleibt. Allein bleiben ohne Mensch bedeutet leider viel Bellerei. Also was man ja auch machen kann, ist, wenn es schwierig ist, Hunde alleine zu Hause zu lassen, weil sie sich aufregen, zum einen kann man das trainieren natürlich, zum anderen kann man aber auch trainieren, ich habe alle Hunde dabei, aber es gibt zum Beispiel ein Pausesignal. Wenn die Charaktere sehr unterschiedlich sind, die Wünsche der Hunde, die Bedürfnisse, die wir ja befriedigen wollen auf so einem Spaziergang, wenn das sehr unterschiedlich ist,
klar kannst du einen Hund, der keine Lust hat am Ballspiel, nicht in ein Ballspiel einbinden. Ballspiel ist ja eh sehr gefährlich, wie ihr hoffentlich inzwischen alle wisst. Dopamin, ne? Immer ans Dopamin denken, das süchtig macht. Aber zum Beispiel Hunde, die nicht gern schnüffeln, wenn die jetzt an der Leckerlisuche nicht so interessiert sind und es öde finden, wenn du das mit den anderen machst, dann kann es ja passieren, dass er sich sagt, okay, ich suche mir einstweilen selber mein eigenes Hobby, was auch immer das dann sein wird. Und da ist es viel sinnvoller, einfach ein Pausesignal zu trainieren. Das heißt, die Hunde lernen, ihr habt Pause, ihr schaut einfach zu, ich mache mit dem anderen Teil was und dann seid ihr dran und die anderen haben Pause. Also das kann man auch. Schwierig wird es halt einfach, wenn man diese Bedürfnisse der Hunde nicht kennt oder einfach keinen Plan hat, wie man das vielleicht kombinieren kann. Und man kann das. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass Hunde in einer Familie, wie auch in einer Menschenfamilie, die Kinder lernen müssen, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Wenn da ein alter Hund dabei ist, geht es halt mal langsamer. Und wenn ein ganz junger Hund dabei ist, muss sich der Mensch halt vielleicht ein bisschen mehr auf den konzentrieren. Und das heißt nicht, dass die anderen dann Halligalli machen dürfen. Also dieses sich Gedanken machen, was ich heute mit dem Webplausch eigentlich anregen will, sich wirklich einen Plan machen, zumindest mal in welche Richtung kann das gehen, ist ganz wichtig. Was halt auch wichtig ist, ist zu überlegen, wo laufe ich denn überhaupt? Möchte ich irgendwo laufen, wo ich ganz viele Hunde habe, weil ich Hundebegegnungen üben will, weil ich üben will, dass mein Hund an der Leine nicht bellt, wenn er andere Hunde sieht, weil ich vielleicht weiß, dass der Hund da sein Tobi-Kumpel trifft und wir können sie kurz blitzen lassen. Laufe ich immer die gleiche Runde, was bei unsicheren, ängstlichen Hunden ganz wichtig ist, am Anfang vor allem immer die gleiche Runde zu laufen, auch immer in der gleichen Abfolge, also wenn es ein Rundweg ist, nicht einmal so rum, sondern immer gleich, dass die Hunde einfach wissen, da ist das, da ist das, da ist das, da könnte das passieren, da treffen wir vielleicht das. Das ist für unsichere, ängstliche Hunde ganz wichtig, für Welpen auch am Anfang, nicht zu viel Verschiedenes. Klar müssen Welpen sich an alles gewöhnen und auch ängstliche Hunde sollen ja Selbstbewusstsein aufbauen, sollen sich an vieles gewöhnen. Aber am Anfang ist es wichtig, da erstmal so eine gewisse Basis zu schaffen. Habe ich einen Hund, der sehr unternehmungslustig ist, der einfach Spaß dran hat, immer wieder neue Sachen zu erkennen, erleben, immer wieder neue Sachen mit euch zu machen. Da macht es keinen Sinn, jeden Tag die gleiche Runde zu laufen, weil es vielleicht bequem ist, weil dem ist irgendwann langweilig. Und ein Hund, der langweilig ist, der sucht sich auch eine neue Beschäftigung. Also es kann ein Weg öde werden und langweilig werden. Es kann ein Weg aber auch den Hund total überfordern. Na, das sind Dinge, die wir im Kopf haben sollten, wenn wir mit den Hunden laufen. Wie lange wir laufen, eben was unser Ziel ist. Ne? Wirklich ein bisschen nachdenken. Es gibt Rassen, die wenn dreimal denselben Weg gelaufen sind, gehört ja zu ihrem Territorium. Da ist es wieder sinnvoller, viel abzuwechseln, dass das gar nicht ins Spiel kommt, dass er sagt, okay, das gehört mir und wenn auf dem Weg jetzt ein anderer Hund läuft, motze ich den halt an, weil das ist ja nicht sein Weg, sondern meiner, weil ich den jetzt dreimal gelaufen bin. Ja, solche Rassen gibt es ja auch, die einfach, Hoverwart, alles was so Richtung Bewachen, ja, also es gibt viele Rassen, also Hoverwart ist das ja typisch, die einfach ihr Territorium, also Hunde, die territorial sind, das wollte ich sagen, die ihr Territorium einfach auch ausweiten über solche Dinge, ne? Über Dinge, die sie immer wieder laufen oder auch Plätze, wo mal was Tolles passiert ist. Also wenn ihr einen Hund habt, der territorial ist, der kann auch zum Beispiel eine Gegend, wo einfach mal was super Tolles passiert ist, ob das zufällig war oder über euch, der kann das auch zu seinem Territorium zählen, weil es ihm sehr wichtig ist. Deswegen, ich scroll kurz wieder hoch, deswegen Gedanken machen. wo waren wir? Bei der Ini. Bin bisher immer mit beiden zusammengegangen, aber meine Elche ist sowieso kein Laufwunder. Bei der Wärme, genau, kommt auch dazu, sowieso nicht. Unser kleiner Ernie mag gerne lange laufen. Ich werde, glaube ich, bald mal einfach versuchen, mit jedem einzeln zu laufen und bin gespannt, wie sie sich zu Hause verhalten. Habe eine Kamera und kann es beobachten. Genau, das muss man halt mal schauen. Also für viele Hunde ist es völlig okay. Wie gesagt, der Mensch muss das sehr authentisch rüberbringen.
heute laufe ich mal nur mit dir, du darfst heute mit. Also Namenstraining ist da halt ganz toll, ne? Ich mache die Tür auf und der Name, der fällt, der darf kommen und der wird angeleint und der andere bleibt einfach da. Da hilft euch Namenstraining extrem, weil es für die Hunde dann nicht ein, ich darf nicht mit auf den Spaziergang wird, sondern mein Name ist nicht gefallen, ich bin gerade nicht gebraucht. Also wer viel, viel Namenstraining macht, das sind ja auch die Videos in der Gruppe, der kann das so ein bisschen ausschließen, dass die Hunde die Situation so extrem sehen, sondern eher so, okay, mein Name war nicht dabei, also heute nicht. Ja, das bringt ein bisschen Ruhe rein. Bei uns ist immer Stress, ich bin nur am Schauen, ob irgendwo Wild steht. Bei uns laufen die Rehe durch die Gärten und die Hasen rennen uns entgegen und halte dann die Leinen krampfhaft fest und gehe los. Susanne, wenn du immer nur am Schauen bist, wo Wild ist, transportierst du deinen Hunden natürlich dadurch, dass auch die Hunde gucken, wo ist denn Wild. Ich verstehe das komplett, also nicht falsch verstehen. Ich weiß, wie das ist. Meine Hunde sind ja auch Jagdhunde, die haben auch Jagdtrieb ohne Ende. Wir gehen teilweise bewusst Strecken, wo ich weiß, da haben wir Rehe, weil da können wir üben, da können wir beobachten. Das ist für die Hunde ganz toll. Also ich habe hier so eine Stammrunde bei uns direkt vor der Haustür. Da ist eine Stelle dabei, da stehen, ich sag mal, zu 90% Rehe. Und die nehmen wir immer mit, die Strecke. Ich habe so verschiedene Inseln auf meinem Spaziergang. Das vielleicht noch auch als Tipp für euch alle. Man kann in eine Runde, die immer gleich ist, die wir nicht jeden Tag laufen, aber wenn wir sie laufen, laufen wir immer die gleiche Strecke. Dann habe ich verschiedene Inseln. Da gibt es eine Bank, wo ich oft ja auch Fotos mache. Vielleicht erkennen manche die Bank auf den Bildern immer, weil es immer die gleiche Bank ist, wo einfach was Tolles passiert. Das heißt, die Hunde wissen genau, wenn wir die Strecke laufen, boah, super, da vorne bei der Bank ist Action oder einfach was ganz Tolles. Na, das ist unsere erste Insel. Dann laufen wir weiter, dann kommt die Stelle, wo wir immer Rehe beobachten können. Das ist unsere zweite Insel. Dann laufen wir weiter, dann kommt eine Ruheinsel, weil nach dem Rehe beobachten natürlich erstmal auch wieder viel Ruhe reinkommen muss. Dann haben wir so eine Ruheinsel. Da sitzen wir im Gras, dann machen wir nichts oder machen Leckerlisuche oder ist einfach durchschnaufen. Da erzähle ich meinen Hunden ein bisschen was. Da fahren wir wirklich alle runter. Und dann haben wir im Ort noch so eine Insel, wo einfach nochmal was Tolles passiert, bevor wir dann nach Hause laufen. Also solche Inseln auf Plätzen, also auf Runden, die ihr immer wieder lauft, sind ganz toll für die Hunde. Muss halt wirklich immer der gleiche Ort sein, also die gleiche Bank, der gleiche Papierkorb, also beim Ort ist es nämlich ein Papierkorb bei uns, immer das Gleiche sein, weil die Hunde einfach zum einen wissen, was sie erwartet und in dieser Vorfreude auch einfach viel mehr an euch orientiert sind. Also viele Hunde sind ja deswegen auf dem Spaziergang wenig an den Menschen orientiert, weil halt nichts passiert oder weil sie eine andere Erwartungen an so einen Spaziergang haben. Wenn aber immer wieder was eingebaut wird und durchaus entweder über Inseln oder einfach ungeplant, also unangekündigt für einen Hund. Wenn ich meinem Hund jedes Mal sage, pass mal auf, wir machen jetzt das und das, dann sagt er sich, okay, solange der Mensch mich nicht anspricht, dass gleich was passiert, kann ich wieder mein eigenes Ding machen. Also Inseln sind super, weil es die Erwartungshaltung vom Hund einfach stärkt, weil es die Vorfreude auf was Gemeinsames stärkt und deswegen Orientierung da ist. Oder es passiert immer mal zwischendrin unangekündigt irgendwas Tolles. Leckerlibaum kennen viele von euch. Hatten wir in der Zauberwelt der Sinne ja auch dabei in dieser Impulswoche. Also im Baum Dinge verstecken. Das muss ich gar nicht wirklich ankündigen. Ich kann das ja machen und mein Hund kann mich beobachten. Was tut denn die da? Oh, ich gehe mal gucken. Das heißt, der Hund lernt, dadurch, dass wir das dann zum Beispiel nicht ankündigen, es lohnt sich total, auf mein Frauchen oder auf mein Herrchen zu achten, weil da immer wieder neue, tolle Ideen kommen und weil immer wieder was Tolles passiert. Ja, also die zwei Möglichkeiten haben wir ja auch, über Inseln zu arbeiten, also über feste Strukturen zu arbeiten. Da bleibt die Orientierung auch bei Menschen, weil sie wissen einfach, wir laufen jetzt da drauf zu, okay, ich muss bei meinem Mensch bleiben oder ich muss mich auf meinen Mensch konzentrieren, weil der hat jetzt wieder eine tolle Idee. Oder eben immer mal zwischendrin einfach irgendwas machen. Einfach mal an einer Stelle anfangen zu buddeln. Und wenn der Hund dann oder die Hunde dann kommen, weil sie sagen, was hast denn du da?
wenn du ihnen ja irgendwas präsentieren kannst, sagen, boah, ihr seid vorbeigelaufen, meine Nase ist heute viel besser wie eure, zum Beispiel. Ja, sowas stärkt auch wahnsinnig Orientierung auf Spaziergängen. Und da ist es wieder gut zu wissen, welches Bedürfnis hat mein Hund? Was möchte mein Hund denn gerne? Schnüffelt er gerne? Dann kann man noch unterscheiden, schnüffelt er gerne in die Luft, also eher stöbern oder eher nach unten, Fährten oder solche Sachen. Beobachtet er gerne? Also meine sind ja Sichtjäger, deswegen diese Stelle, wo wir immer Rehe sehen, ist super geil für die. Und es stärkt aber auch nicht die Aufregung, weil wir ja entsprechend arbeiten damit, weil ich das Marker, weil wir dieses Fixieren ja loben, weil wir danach entsprechend was Gemeinsames, Jagdliches tun. Ja, also es stärkt jetzt nicht die Aufregung, sondern die Vorfreude, die Orientierung. Mein Mensch geht mit mir jetzt dahin, wo was Tolles passiert. So, jetzt habe ich viel geredet, jetzt muss ich wieder gucken, dass ich mal kurz lese. Susanne, wir hatten auch, weil ich dich jetzt gerade auch angesprochen habe mit dem Hasenrennen und Rehe, wir hatten auch mal einen Weblausch speziell zum Thema Jagdverhalten. Falls du den noch nicht gehört hast, hör ihn dir da gerne mal an. Da spreche ich ganz, ganz viel drüber, was man machen kann, wenn der Hund eben jetzt viel Jagdtrieb hat. Alex, also wir treffen früh um 5 nur Rehe oder Katzen. Ja, Rehe treffen wir ja auch. Aber du weißt, du kennst die Stelle. Heike, mach ich. Sonja, wenn ich mir beide Hunde an den Bauch binde, brauche ich nur noch Skater und 5 Minuten in der nächsten Stadt. Bei meinen Windhunden, wenn die rennen, wer das nicht kennt, wenn Windhunde machen ja diese Riesensätze mit allen, die schweben ja so richtig in der Luft, hat letztens auch mal einer gesagt, der muss ja nur 3-mal springen, dann ist er in Kulmbach. Kulmbach ist ungefähr 15 Kilometer von hier. ja, natürlich gehört dazu eine ordentliche Leinenführigkeit. Das ist zwar jetzt ein anderes Thema, hatten wir ja auch schon mehrfach, aber ein Spaziergang, wo die Hunde kreuz und quer ziehen, ist nicht schön, aber auch für beide Seiten nicht schön. Das heißt, eine ordentliche Leinenführigkeit, egal mit wie vielen Hunden, ist natürlich schon auch eine schöne Voraussetzung. Ich sage jetzt nicht eine Grundvoraussetzung, weil sie ist ja auch gar nicht so einfach. Je mehr Hunde wir haben, desto schwieriger ist es, dass die relativ ordentlich laufen, das ist ganz klar. Aber natürlich eine gute Voraussetzung, wenn wir gute Spaziergänge haben wollen. Wenn ich den ganzen Spaziergang über immer nur gegenziehen, gegenhalten, Druck aushalten bin, macht es mir keinen Spaß, macht es auch den Hunden keinen Spaß. Das ist klar. Aber es gibt natürlich Hunde, die kann man nicht von alleine lassen. Freilauf muss auch gekonnt sein. Ich kann nicht einfach, weil der Hund dauernd zieht, den Hund runterlassen, weil das wäre genau der verkehrte Weg. Weil der Hund lernt, je mehr ich ziehe, desto schneller komme ich runter. Also das muss man natürlich auch alles mit bedenken. Ist jetzt heute nicht speziell unser Thema, weil wir eher so drüber nachdenken wollen, was ist Bedürfnisorientierung, Empowerment, Enrichment, diese ganzen Begriffe kennt ihr vielleicht. Aber es ist natürlich schon wichtig auch, gut laufen zu können, dass die Hunde relativ locker sind. Hallo Christina. Geht mir manchmal auch so, schreibt Yvonne. Da geht's weiter. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hatte gerade einen Gedanken, der jetzt wieder weg ist. Fällt mir bestimmt wieder ein. Ich lese mal weiter. Und dann schmeißt einer ein Sofa in den Wald und schon ist Holland in Not. Was? Wie? Oh ja, Mülltonne, Sperrmüll oder eine Kurzbaustelle sind gruselig auf der Stammstrecke. Ja, das stimmt. Das habe ich bei meinem Mio auch. Wenn der auf unserer Stammstrecke irgendwas sieht, was er nicht kennt, teilweise sogar bei meinen 2 Mädels, also bei Pina und bei Jana, dass sie auch sagen, was soll denn das? Das gehört da jetzt aber nicht her. Julia, ich laufe mittlerweile nur die Wege, wo ich weiß, dass keine Katzen kommen. Da gibt es aber jeden Tag was anderes Tolles zu schnüffeln. Bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass es ihnen langweilig wird. Genau, das merkt man auch relativ schnell, wenn man seine Hunde gut kennt. Warum Unruhe reinkommt. Ob Unruhe reinkommt, weil es zu viel wird oder weil es langweilig wird. Das, wie gesagt, wenn man gutes Gespür für seine Hunde hat, wenn man sich immer wieder neu Gedanken macht, was ist das Bedürfnis eines Hundes oder meines Hundes oder meiner Hunde, das kann sich ja auch ändern. Ne? Deswegen immer wieder neu Gedanken machen. Ein junger Hund hat im Alter nicht die gleichen Bedürfnisse wie damals. Und wenn ich immer im Kopf habe, na, der schnüffelt gern oder der guckt gern, jetzt kann er aber vielleicht nicht mehr so gut sehen,
dann konzentriert er sich vielleicht eher auf seine Ohren und lauscht lieber Dingen, die er nicht sehen kann. Also da geht es dann eher darum zu gucken, wo kann ich hin, dass Vogelgezwitscher zu hören ist, also dass ich das mehr stimuliere. Deswegen sage ich immer, immer mal wieder überprüfen, ist das denn eigentlich noch unser Stand? Also ist es denn noch so, dass meine Hunde das und das und das gern machen oder hat sich da irgendwas geändert und ich kann meine Spaziergänge entsprechend anpassen, also meine Strecken oder das, was ich halt unterwegs mache, anpassen. Manchmal reicht auch nur eine tolle Tüte von McDonald's, ja, vor allem, wenn die raschelnd irgendwo rumfliegt, ne? Dann sagt sich meine Pina, oh super, können wir fangen. Wie beobachtest du die Rehe, ohne dass die Gruppendynamik einsetzt? Das nervt mich extrem, auch bei Hundebegegnungen, bellt der eine, fängt der andere an, bis ich sie dann beide ruhig habe, dauert es. Also bei mir steigen Gott sei Dank nur 3 von 6 ein, wenn es sich sehr hoch pusht. Das weiß ich aber, das heißt, ich nehme dann teilweise meine 2 Mädels, die laufen ja eigentlich auf einer Seite. Ich nehme dann, bevor wir da hinkommen, ändere ich schon mal die Leinenführung und sage, einer da, damit die nicht nebeneinander sich hochpushen, weil wenn sie auf 2 verschiedenen Seiten laufen, ist es wesentlich weniger. Das zum Beispiel. Ich weiß ja, dass da die Rehe kommen, wenn wir hinter dem und dem Busch sind. Das heißt, ich fange vorher schon an zu kommunizieren, immer mal Leckerli nach unten zu schmeißen, dass der Kopf immer mal wieder runter muss mit der Nase. Wenn wir an der Stelle sind, dann beobachten wir gemeinsam. Das heißt, da gibt es ja dann unser Schaut mal oder Look oder was man halt als Kommando hat. Beobachte, was tun sie, was passiert, marke da ganz viel rein. Also wir sind ja nicht nur da und gucken, sondern das ist ja in einer gewissen Organisation. Ja, also ich plane das ja, oder beziehungsweise ich plane das nicht. Ich weiß ja vorher, dass und das passiert und entsprechend bereite ich das vor. Genau. Na, schmeiß Leckerli mal nach hinten, mach mal eine Spur, schmeiß manchmal dann, wenn ich sage, jetzt lösen wir uns langsam, schmeiß einfach auf dem Weg entlang. Hab manchmal das Dummy dabei. Die Pina ist sehr Dummy-affin, die Vajana nicht so oder noch nicht so. Also die schleppt ganz Sachen durch die Gegend, das wissen wir alle. Aber so typisch, dass ich es dann kriege, dass ich es aufmachen kann, sie draus füttern kann und so. So weit ist sie noch nicht. Das ist bei Pina aber ganz toll. Darüber kriege ich die ganz gut. Und Pepe ist ja auch schnell aufgeregt und schnell laut, aber ja, bei dem ist es kein Thema. Yvonne, Julia, ich habe es mit Entfernung geschafft. Bei mir sind es allerdings Kaninchen und Tauben und Krähen. Genau, Entfernung spielt natürlich immer eine Rolle. Je näher ich am Reiz bin, desto schwieriger ist es für die Hunde auszuhalten oder zu managen. Das ist ganz klar. Da kann man auch ein bisschen über Management gut arbeiten. Spät aber da, mit viel Neugier. Gern, Elke. Bei Vögeln habe ich es mittlerweile auch geschafft. Katzen geht so, nur da sind die Entfernungen meist nicht so groß. Ja, aber Julia, das ist doch super. Wenn du es da schon geschafft hast, schaffst du es bei Rehen auch. Ja, wir können ja auch nicht erwarten, dass der Hund sagt, okay, das, was bei Katzen oder Vögeln gilt. Also Katzen ist ja noch schwieriger. Vögel geht ja meistens so, weil die irgendwann wegfliegen und dann hat sich die Sache eh erledigt. Aber wenn du das geschafft hast, schaffst du es bei Rehen genauso. Es ist immer cool, wenn man weiß, wo welche stehen. Ne? Schwierig wird es dann, das ist auch bei meinen natürlich so, 6 Jagdhunde an der Leine und es kommt ein Reh einfach aus dem Wald, ohne dass wir vorher irgendwie darauf vorbereitet waren. Ich kriege die total schnell runter und ruhig und ich brauche auch nie Angst haben, dass die sich untereinander irgendwie blöd anmachen. Aber dieser Überraschungseffekt erschreckt ja ich selber und mein Schreck wirkt sich ja auch nochmal auf die Hunde aus. Ja, deswegen ist es immer cool, wenn man weiß, wo wirklich was passiert oder in welchem Garten wirklich Katzen sind oder wo welche Hunde laufen oder so. Wenn ich das weiß, kann ich vorbereitet sein, kann mir vorher Gedanken machen und kann dann natürlich entsprechend dann mit den Hunden auch arbeiten. Wenn wir ein Reh sehen, rennen beide los und ich liege am Boden und die sind weg. Dann fang damit an, dann hör dir, Susanne, wirklich mal unser Jagdersatztraining, unseren Webflausch zum Jagdersatz, wie habe ich es denn genannt? Ich glaube, Jagdverhalten verstehen, so habe ich es genannt. Wirklich erstmal gucken, wenn die so austicken, wenn die ein Reh sehen, dann sind diese Vorbereitungen, die man machen kann, damit sie es irgendwann ruhig anschauen können, die hast du halt noch nicht gemacht.
Und die, das ist wirklich Training, das kann man machen, das kann man mit jedem Hund machen. Mein Pebe ist Jagdhund vom Feinsten. Der ist nicht nur Sichtjäger, sondern geht auch auf Nase. Was natürlich doppelt schwierig ist, wenn ich nur Nase oder nur Sicht habe, kann ich es noch besser managen, wenn ich beides habe. Hör dir das mal bitte an und guck mal, ob du da irgendwas für dich rausziehen kannst, weil das kann man üben, aber es muss man üben. Und das muss man üben, kontrolliert. Ich kann nicht beim Spaziergang hoffen, dass ein Reh kommt, um das üben zu können, sondern das muss ich kontrolliert üben. Ich muss das Fixieren stärken, also einen Teil des Jagdverhaltens stärken, damit der Hund nicht die Jagdsequenz weiterführt. Und ich kann das stärken über entsprechende Belohnung, die wieder Jagdverhalten beinhaltet. Also hör dir einfach dieses Jagdverhalten verstehen mal an. Da findest du sicher irgendwelche Ansätze. Annelore, das mit den Bänken habe ich in meinen Spaziergang eingebaut. Schön. Ich habe auch den Eindruck, dass die Hunde sich viel mehr an mich orientieren und Hundebegegnungen sind fast problemlos. Gestern bin ich mit der Rassebande circa 1 Kilometer hinter einer anderen Gruppe mit Hunden hergelaufen, ohne dass ein Hund zu den anderen gelaufen ist. Alles ohne Leine, ich war stolz wie Bolle. Super, Annelore, da kannst du auch stolz sein wie Bolle. Und ja, das, was du schreibst, du hast das eingebaut und du hast den Eindruck, dass sie sich mehr auf dich konzentrieren und eben auch Hundebegegnungen leichter sind, ist, weil der Fokus bei Spaziergängen nimmer drauf liegt, was passiert denn da außen alles Wichtiges, wo muss ich denn jemanden anmotzen, wo ist denn was Interessantes, wo riecht es gut, wo sehe ich was, sondern was hat mein Mensch für Ideen, was macht mein Mensch mit mir? Ja, also der Fokus von den Hunden ändert sich natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, aber der ändert sich schon hin zu uns. Nicht das, was im Außen ist, ist am wichtigsten beim Spaziergang, sondern das, was bei uns ist. Und das schaffen wir aber nur, wenn wir die Bedürfnisse vom Hund befriedigen können. Wenn wir das nicht machen, dann ist der Hund interessant. Dann muss ich meinen Frust beim anderen Hund auslassen. Dann muss ich abdüsen, weil ich irgendeine Spur im Wald, irgendwas in der Nase habe oder irgendwas habe rascheln hören. Ja, dann suchen die Hunde sich natürlich ihre Möglichkeiten, wenn sie die Möglichkeiten haben. Also ohne Leine sind oder ziehen kreuz und quer. Wenn die aber wissen, das, was ihre Bedürfnisse sind, schaffen wir, also erreichen sie über uns, dann ändert sich einfach der Fokus von den Hunden. Ne? Also nicht nach außen orientiert, sondern zu uns orientiert. Wichtig ist halt immer, was ihr mit dem Hund macht, also gerade wenn es so in Richtung Enrichment geht, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, also Bereicherung, Spaziergänge bereichern über Dinge, die der Hund möchte, grob ausgedrückt, das muss vom Hund wirklich, also das muss intrinsisch motiviert sein, nennt sich das, das muss aus dem Hund rauskommen, das muss nicht sein oder darf nicht sein, wo ihr sagt, da hat der bestimmt Spaß dran, sondern das muss ein Bedürfnis vom Hund sein. Deswegen beobachtet eure Hunde auf Spaziergängen, beobachtet sie, wenn ihr euch jetzt nicht einklingt, was tun sie denn? Wollen sie viel Action? Wollen sie sich ausrennen? Wollen sie mit anderen Hunden toben? Oder wollen sie eher schnüffeln? Wollen sie eher buddeln? Also alles, was vom Hund sein Bedürfnis ist, also intrinsisch motiviert. Das, wenn ihr schafft, in irgendeiner Art und Weise einzubinden. Und wie gesagt, wenn ihr mehrere Hunde habt, dann ist es auch völlig okay, wenn man sagt, der macht da jetzt nicht mit, aber er kriegt in dem Moment eine Pause. Das muss kein Platzkommando oder sowas sein, sondern ich kann meinem Hund einfach lernen, ich kümmere mich jetzt mal um den, aber in der Zeit machst du keinen Blödsinn, sondern wartest einfach, danach bist du dran. Na, das kann man total gut aufbauen. Pausesignal habe ich auch mal ein Video online gestellt. Wie man das machen kann und dann kann man das alles kombinieren. Hallo Susanne, Duke weiß genau, wann er ohne Leine laufen darf im Ort und wenn wir wieder zurückgehen, bleibt er auch von sich aus stehen und lässt sich anleinen. Genau, man kann zum Beispiel total gut das An- und Ableinen auch unter Kommando stellen. Also ankündigen, ich leine dich jetzt ab und komm her, wir leinen wieder an. Weil viele Hunde nicht gerne zu ihren Menschen zurückkommen, wenn sie abgeleint sind, weil sie immer das Gefühl haben, jetzt kommt Anleinen. Das heißt, wenn ich das unter Kommando stelle und danach sofort belohne, also anleinen und sofort ein Leckerli, dass es wie eine Übung ausschaut und nicht wie ein, boah, der Spaß ist zu Ende. Nee, der Spaß geht dann noch weiter. Wenn du angeleint wirst, machen wir noch was Schönes miteinander. Ja, ich kann das auch nach dem Ableinen machen. Ich kann auch nach dem Ableinen sagen,
du düst nicht los, wenn ich ableine. Viele Hunde hören den Klick vom Karabiner und weg sind sie. Ich kann aber auch sagen, ableinen ist wie eine Übung. Ableinen, dann gibt es was Tolles als Belohnung und dann kannst du gern machen, was du möchtest. Und schickt eure Hunde nicht mit Energie weg. Also viele sagen nach dem Ableinen, lauf. Das heißt, ich schicke meinen Hund ja mit der Energie schon weg. Vielleicht will er ja gar nicht weg. Vielleicht will er ja einfach ohne Leine bei mir bleiben. Lernt aber dadurch, dass viele Menschen sagen, lauf oder ab oder was auch immer, denkt er, okay, er muss. Er muss jetzt weg. Warum muss er das? Wenn er lieber bei mir läuft, ohne Leine, kann der auch bei mir laufen. Ist ja sogar sehr gut so eigentlich. Ne? Also macht euch auch darüber mal Gedanken. Wie genau macht ihr denn was? Wie leint ihr an? Wie leint ihr ab? Was passiert nach dem An- und Ableinen? Jetzt ist mir auch der Gedanke von vorhin wieder gekommen, das 3-Minuten-Ritual. Das ist zum Beispiel eine Übung, die haben wir in unserem Online-Kurs, in diesem Basiskurs, dass nach dem Aussteigen aus dem Auto oder nach dem Rausgehen aus der Haustür 3 Minuten, man kann es auch 5 Minuten machen, aber ich finde, also 3 Minuten ist auf jeden Fall Minimum, sollte es sein, dass wir da erstmal unser Augenmerk auf wirklich alles Gute lenken. Ähnlich wie beim Entschleunigungsspaziergang. Wir können normal laufen, aber wir legen unser Augenmerk auf das Gute. Nicht auf das, dass er vielleicht schon gleich zieht. Dann gehe ich nämlich schon mal mit schlechter Laune los. Und eigentlich wollen wir mit guter Laune laufen. Es soll ein schöner Spaziergang sein. Ich möchte mich nicht über Dinge ärgern, sondern ich möchte gucken, was ist toll. Das heißt, wir konzentrieren uns 3 Minuten lang oder 5 Minuten lang auf alles Gute. Belohnen alles, was toll ist. Alles andere ähnlich beim Entschleunigen. Ignorieren wir erstmal, aber unsere Stimmung ist eine ganz andere beim Loslaufen. Ja, also ich habe nicht gleich irgendwie gezerre und ärgere mich, sondern 3 Minuten, alles was toll ist. Oder 5 Minuten, alles was toll ist. Wir sind jetzt auch bei den Schafen auf einem sehr guten Weg, da merke ich ganz früh, genau, sehr gut ist das, was ich vorhin auch gemeint habe, früh anfangen, vorausschauend sein. Und schmeiße Leckerli einfach an den Zaun vorbei, solange bis wir vorbei sind. Das ist ein Mega-Erfolg und das sind 10 Stück. Super, genau, sehr gut. Vorausschauend arbeiten, überlegen, was könnte helfen, wie kann ich meinen Hund unterstützen, dass er das schafft, was gerade vielleicht schwierig für ihn sein sollte. Nala hat heute Morgen erst bei dem Reh beim Flüchten schön hinterhergeschaut und 500 Meter weiter saß die Kamikaze-Katze in der Wiese und sie ist freiwillig an den Bogen gelaufen. Bin mega stolz auf die Maus. Wenn man das sieht, ne, dass die Hunde freiwillig das annehmen, was wir ihnen trainieren wollen, nämlich Alternativverhalten zu zeigen. Klasse, ganz, ganz toll. Soll oder muss ich jeden Spaziergang so gestalten oder reicht das einmal am Tag? Susanne, es reicht schon, also wenn du bisher einfach nur läufst, dann reicht natürlich erstmal einmal am Tag. Du wirst aber relativ schnell merken, dass es total Sinn macht und total schön ist, so ein bisschen Struktur reinzukriegen. Und irgendwann macht man sich auch nicht mehr viel Gedanken, weil dann hat man das einfach in sich. Dann kommt es aus dem Bauchgefühl raus, was passiert wann oder was könnte ich heute machen. Ich möchte euch nur einfach anschieben, mehr drüber nachzudenken. Also einmal am Tag reicht natürlich erstmal, einen gut durchdachten Spaziergang am Tag ist besser wie einfach nur laufen. Aber ich glaube, du wirst relativ schnell merken, dass es den Hunden gut tut. Ich kenne ja jetzt nicht deine Hunde, wie viel du hast und so weiter, aber dass es euch als Gruppe gut tut und dann wirst du es immer mehr machen. Und irgendwann ist es wirklich ein Bauchgefühl, zu sagen, heute machen wir mal das, heute machen wir mal das, heute kombinieren wir mal das. Na, man lernt seine Hunde immer mehr kennen. Man lernt die im Mehrhundehaushalt das Gefüge immer mehr kennen. Man merkt immer schneller, wer beeinflusst da was oder auf wen schaue ich da in der Situation mehr, auf wen in der anderen Situation. Das kommt dann eigentlich von ganz alleine. Auf unserer Abendrunde vorhin haben wir einfach ein bisschen geblödelt, kam ein Radfahrer an uns vorbei, der uns kennt und hat gefragt, ob alles okay ist. Jupp war im Platz. Und obwohl der direkt neben uns angehalten hat und der Bub ohne Maulkorb unterwegs war, ist der liegen geblieben. Ja, wenn du ihm vorher ein Platzkommando gegeben hast, ich meine, der Duke, der kann das gut aushalten. Wichtig ist immer zu gucken, ist es in der Situation sinnvoll, aber wenn es gut geklappt hat, war es sinnvoll. Manche Hunde brauchen die Möglichkeit, ausweichen zu können. Also geht jetzt nicht speziell an dich, Christina, sondern allgemein. Manche Hunde brauchen die Möglichkeit, ausweichen zu können.
Die tun sich total schwer, ein fixes Kommando zu kriegen, weil sie ja eigentlich aus dem Platz nicht aufstehen dürfen, bis ihr sagt, das ist okay, und aus dem Sitz nicht aufstehen dürfen, bis ihr sagt, das ist okay. Und dann kommen die schnell in so einen Zwiespalt. Eigentlich wollen sie da weg, weil irgendwas gruselig ist, aber sollen ja ihr Kommando machen. Na, also für manche Hunde ist es schwieriger so. Manchen Hunden gibt es aber sehr viel Sicherheit, weil sie sich darauf konzentrieren können. Also auch da müssen wir wieder gucken, jeder Hund ist anders. Habt ihr einen Hund, der sich toll auf eine Aufgabe konzentrieren kann, dem hilft ein Sitz und ein Platz, da hat er was, an was er sich festhalten kann und sagt, okay, ich muss mich auf meinen Sitz konzentrieren, alles andere ist mir jetzt egal. Na, für die ist es super. Für Hunde, die eigentlich lieber weg wollen, für die kann es zusätzlichen Stress reinbringen, sitzen zu müssen oder abliegen zu müssen. Also auch da wieder einfach einen Hund gut kennen, gut die Bedürfnisse des Hundes kennen und entsprechend anwenden. Also ihr könnt auf euren Spaziergängen ganz viel Spaßsequenzen einbauen. Na, Wald-Agility machen wir ganz viel über Baumstämme. Immer gucken, dass alles fest ist, wenn ihr die irgendwo drüber schickt. Aber über Baumstämme balancieren lassen. Bei Gräben, wenn irgendwo ein Graben ist, könnt ihr die links und rechts immer wieder rüber und rüber springen lassen, so wie beim Agility über die Hürden. Man kann, wenn man eine Bank hat, bei Bänken total viel machen. Man kann den Hund unter der Bank durchschicken, quer oder längs. Man kann sie drüber springen lassen. Man kann nur die Vorderfüße draufstellen lassen, den Hund schön durchstrecken lassen. Das ist gut für die Muskulatur. Man kann den Hund auf die Bank locken und wieder runter. Und nur die beiden Vorderfüße dürfen unten stehen. Die Hinterfüße müssen erstmal oben bleiben. Gut für die Hinterhand. Man kann Dinge verstecken rund um eine Bank. Also Bank ist immer super. Und Bänke, deswegen unsere erste Insel hier ist eine Bank. Da kann man so viel verschiedene Sachen machen. Ich kann den Hund von hinten auf die Rückbank mit den Füßen stellen lassen. Da kann er sich auch schön durchstrecken. Auch das ist total gut für die Gesundheit vom Hund. Ja, also Bänke sind super. Bäume, in die ich was reinstecken kann, dieses Leckerli-Baum, irgendwelche Leckerlis rein, die der Hund sich rausholen muss, auf gleicher Höhe oder strecken oder ganz tief, dass er mit dem Kopf ganz runter muss. Ich kann um die Bäume Slalom laufen lassen. Ich kann den Hund immer Bäume schicken, immer wieder dieses Rum, Rum, Rum. Hütehunde zum Beispiel, die dieses Hüten eben total gern machen. Für die ist es super. Für Hunde, die mit der Nase arbeiten, ist das Leckerli reinstecken super. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Viele Hunde finden es auch toll, einfach irgendwelche Tricks beim Spaziergang zu machen. Einfach mal in der Mitte laufen, mal Slalom durch die Beine laufen, eine gewisse Strecke, mal das Round um einen rum. Wenn ihr mehrere Hunde habt, stellt einen Hund hin, der soll stehen bleiben, die anderen Hunde werden alle rumgeschickt. Oder ihr macht mehrere Hunde, deinen, 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 und ihr lauft Slalom um eure eigenen Hunde. Dann ist die ganze Gruppe eingebunden. Das macht allen, also meine, ich hoffe euren auch, sowas macht den Hunden total Spaß, weil ihr gemeinsame Aktionen macht. Und gemeinsame Aktionen schweißen die Gruppe zusammen. Auch wenn unterschiedliche Rassen da sind, auch wenn unterschiedliche Charaktere da sind. Man findet immer irgendwas, was für alle passt. Und wenn wir Menschen das transportieren, dass es Spaß macht, dass es lustig ist, dass wir uns total freuen, wenn die Hunde da mitmachen, dass wir total stolz sind. Stolz ist sowas ganz Wichtiges. Dass wir total stolz sind, wie gut sie das mitmachen. Dann habt ihr Hunde, die auf dem Spaziergang einfach euch wichtig finden und nicht alles andere wichtig finden. Natürlich haben wir unsere Triebe. Ne? Jagdtrieb ist bei vielen Hunden leider da. Natürlich kann ich das dadurch nicht komplett ausschalten. Aber ich kann meinen Hunden sagen, der Spaziergang ist auch wegen mir wichtig und nicht nur wegen den Rehen oder Hasen oder sonstigen. So, jetzt lese ich wieder kurz. Ich bin dieser Tage mit, also Elke schreibt, ich bin dieser Tage mit meinem Hund auf einem Wiesenweg gegangen und ein Hase kam direkt auf uns zu. Mein Hund ist locker geblieben, ohne Signal, und ich war ganz stolz. Siehst du, gerade sage ich das Wort stolz. Stolz ist so wichtig. Unseren Hunden gefühlsmäßig rüberzubringen, dass wir stolz sind, dass wir das nicht nur toll finden und dass wir sie dafür lieben und knutschen könnten, sondern dass wir wirklich stolz sind. Das macht ganz viel mit Hunden. Stolz macht ganz viel mit Hunden. Ja.
Hannelore, Pausensignale nutze ich auch, um mich selbst neu zu sortieren. Genau, super, super Ansatz. Auch das ist klasse. Oder wenn ich Kacke einsammeln muss oder so. Ja, dass nicht die Hunde schon wieder gucken, wo könnte wieder was sein, sondern dass sie einfach warten, bis ich fertig bin. Die Hunde kennen es aber auch und warten zu müssen bei Übungen, die ich allein mit einem Hund mache. Super, Hannelore. Ja. Ganz wichtig, je mehr Hunde ihr habt, desto mehr sollen die lernen, auch mal Ruhe zu geben, auch mal zu warten, es auszuhalten, dass gerade mit einem nur was passiert oder mit zwei. Und die Entscheidung, mit wem was passiert, ist eure. Nicht der, der drängelt. Nicht der, der am lautesten ist. Ja, es ist eure Entscheidung, mit wem ihr was macht, wie ihr das entscheidet, nach welchen Kriterien. Völlig egal, das müssen die Hunde akzeptieren lernen, damit eben Ruhe in die Gruppe kommt. Und wie gesagt, Pausesignal einfach auch, ja, der Hund hat gemacht, ich muss einen Beutel rausnehmen, ich muss den aufnehmen. Wenn ich Hunde habe, die dann schon wieder gucken, was könnte denn passieren, wenn mein Mensch gerade nicht aufmerksam ist, suche ich mir schon wieder was Nächstes. Das ist nicht gut. Na, dann auch einfach ein Pausesignal oder absitzen lassen, hinlegen lassen, warten lassen, bis ihr in Ruhe fertig seid. Bis ihr da euch gemanagt habt und dann geht es erst weiter. Christina, wir nehmen immer diese Absperrpfosten zum Rumrennen und Slalomlaufen oder auf Mauern. Genau, Mauernlaufen ist auch super. Vorderpfoten auf einen Stein. Genau, Tagetraining, ne? Tagetraining, wo hatten wir das denn? Ach, im Spielekurs. Aber sage ich ja auch so ganz oft zwischendrin. Den Hunden lernen, mit der Nase irgendwas zu berühren, mit den Pfoten irgendwas zu berühren, eurer Hand zu folgen, damit ihr führen könnt. Tagetraining ist auch ganz toll bei Spaziergängen. Das macht jeder Hund gerne. Ja, wenn die das gut gelernt haben, also man kann nicht erwarten, dass die das können, aber ich baue es ja auf, reizarm, ohne Ablenkung, und dann kann ich das auf Spaziergängen total toll einbauen und kann dadurch auch schwierige Situationen für meinen Hund lösen. Das, was ich gerade gesagt habe mit Sitz oder Platz, gilt auch für solche lustigen Sachen oder für Tricks. Wenn der Hund ein Problem hat bei Hundebegegnungen oder wenn der Problem hat, wenn irgendwelche Menschen näher kommen oder bei irgendwelchen Geräuschen, wenn wir da ganz schnell auf irgendwas umschalten können, was halt gerade da ist. Wenn ein Stein da ist, kann ich Fußtarget machen. Wenn nichts da ist, mache ich mit mir irgendeinen Trick. Also wenn der Hund seine Gedanken umlenken kann über was, was ich mit ihm jetzt zusammen mache und wo er sich da konzentrieren kann, wo er weiß, das führt er total gerne aus, das führt er gut aus, er wird jedes Mal dafür belohnt, dann kriegen wir schwierige Situationen auf Spaziergängen auch schneller und viel besser gelöst. Und euer Hund kriegt auch total gut Vertrauen zu euch, weil er merkt, dass ihr diese Situationen erkennt und ihm dann raushelft über die Dinge, die halt gerade gehen, aber raushelft, ne? Oder ihm helft, besser damit klarzukommen. So, Claudia, hallo, guten Abend. Wir sind gerade rein. Hund ist satt und zufrieden, jetzt bin ich hier. Du musst dir halt den Anfang dann einfach nochmal mit dazu anhören. Es gibt ja wie immer eine Aufzeichnung, ne? Und die Daniela ist auch da. Du hast ja einen super schönen Urlaub, Daniela, mit deinen zwei Mäusen. Und dein Mann natürlich auch, mit deinen drei Mäusen. Die Fotos, die du immer postest, die sind ja wunderschön. Ihr genießt das mit Sicherheit und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Resturlaub. So, da hinten bellt es nach wie vor, aber es ist halt ein Border Collie, gibt nicht so schnell auf. habt ihr noch irgendeine Frage? Vielleicht kann ich euch noch kurz auch sagen, also ich habe jetzt sehr viel über, wenn man einzeln läuft oder in eurer Gruppe läuft, aber wenn ihr jetzt mit einer anderen Gruppe lauft, mit Gassi-Freunden, ich rede jetzt mal noch nicht von dem Hundetrainingsspaziergang von der Hundeschule, weil da ist ja eigentlich jemand da, der das managt und hoffentlich gut managt. Aber wenn ihr jetzt mit Gassi-Freunden lauft, macht euch da vorher mal Gedanken, ob das wirklich sinnvoll ist, also ob es eine gute Gruppe ist. Es gibt super gute Gassi-Runden, viel gute Kombinationen, wo ich sage, boah, toll, da können die Hunde voneinander profitieren, positiv, da können die Menschen voneinander profitieren, das ist super. Aber wenn ihr eine Gassi-Runde habt, um euch mit den Menschen auszutauschen,
dann ist es nicht so optimal, weil dann sind eure Hunde ja wieder außen vor. Das heißt, die merken ja total, auch Frauchen quatscht heute ja nur mit anderen. Ich mache mal wieder mein Ding. Und was auch nicht so optimal ist, wenn ihr Hunde in dieser Gassi-Gruppe hättet, die einfach Dinge machen, die nicht gut sind. Also Rehe jagen, andere Hunde angehen, Fußgänger anbellen, Fahrradfahrer jagen, Jogger verfolgen, egal was. Aber Dinge, die wir einfach nicht akzeptieren sollten als Hundehalter. Weil natürlich die Gefahr der Nachahmung und des sich Abschauens sehr groß ist. Also überlegt einfach gut, mit wem ihr euch trefft, was ihr auf dem Spaziergang macht. Das sollte auch so ein bisschen gezielter und geplanter sein. Nicht, weil das meine Freundin ist, gehe ich mit der spazieren, aber der Hund ist so unerzogen, dass ich meinen ständig rausholen muss, zurückrufen muss. Das ist kein schöner Spaziergang für deinen eigenen Hund. Ja, also macht euch da bitte auch Gedanken, was ist sinnvoll, wie finde ich gute Gassi-Partnerschaften oder eine gute Gassi-Gruppe. Da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, aber auch da überlegen, tut es meinem Hund gut oder mache ich das, weil ich mich mit meiner Freundin treffen will oder weil ich mich mit diesen Menschen treffen will. Deswegen gehen wir gemeinsam spazieren. Das ist kein guter Ansatz, weil ich gehe eigentlich mit meinem Hund spazieren und nicht mit den anderen Menschen spazieren. Na, das auch so mal als Gedankenansatz an euch alle. kann man mal überlegen, ne? Macht Sinn oder macht es keinen Sinn? Und es gibt mit Sicherheit ganz viel, was Sinn macht. Aber es gibt leider auch ganz viel, was aus meiner Sicht keinen Sinn macht, weil dieses Nachahmen, dieses sich abschauen, dieses Energie reinkriegen in irgendwas, was gar nicht zu meinem Hund passt, halt auch nicht so gut ist. Was auch nicht so schön ist, wenn sich Leute zum Gassi treffen und dann gleich alle Hunde runter dürfen von der Leine und alles stürzt aufeinander ein. Wir wollen ja eigentlich mit Ruhe starten. Das heißt, ich kann ja auch sagen, alle bleiben an der Leine und wir laufen erst mal einen Kilometer alle an der Leine und wenn dann Ruhe drin ist, dann lassen wir runter. Und dann lassen wir aber auch nicht alle, sagen wir mal, es sind jetzt 5 Hunde, wir lassen nicht alle 5 gleichzeitig runter, sondern wir lassen einen runter und zwar immer den sozial kompetentesten zuerst, dann lassen wir den nächsten runter, den zweit sozial kompetentesten, dann lassen wir den dritten runter und irgendwann lassen wir den Spinner runter, der dann keine Energie mehr loswerden kann, weil alles andere ruhig ist. Ja, also auch das ist was, was ihr euch gut überlegen solltet, wenn es zum Thema Spaziergang geht. Wo waren wir? Abschauen. Kann ein Hund sich auch Angstverhalten abschauen? Ja, kann er leider auch. Lernen durch Nachahmung funktioniert leider auch in diese Richtung. Ein Hund hat vor irgendwas Angst und der andere sagt, also es kommt immer darauf an, wie die Tendenz vom anderen ist. Ne? Wenn der ganz selbstsicherer Hund ist, dann würde er eher dem anderen helfen und sagen, ey, da passiert doch nichts, ist doch alles gut. Dann ist es eher andersrum, dass der Angsthund sich an dem sehr selbstsicheren Hund orientiert. Aber wenn ein Hund selber so ein bisschen Unsicherheit in sich trägt, kann das leider auch in die Richtung abfärben. Dass man dann, dass der Hund einfach sagt, boah, das ist echt gruselig, der sagt es auch. Ich habe die ganze Zeit mich nicht getraut, das so zu sagen, aber der sagt auch, das ist gruselig, das muss ja wirklich gruselig sein. Jetzt sind wir schon 2, die das sagen. Ja, also leider kann das auch in diese Richtung gehen. Warte mal kurz. Ich würde mich gern einer Gassi-Runde anschließen, habe aber Bedenken, dass ich mich unterhalte und die Hunde aus den Augen verliere. Wenn man sich nicht mit unterhält, werde ich doch immer als etwas seltsam belächelt. Es ist schwierig. Hannelore, dann würde ich dir empfehlen, einfach mal erstmal ohne Hund damit zu laufen und dir das anzuschauen. Ja, du kannst dir einfach sagen, darf ich mal mit euch mit? Mich interessiert, wie das abläuft. Ich möchte aber meine Hunde noch nicht mitnehmen, weil ich einfach erstmal gucken will. Ja, so wie ich ja auch immer empfehle, wenn ihr eine gute Hundeschule sucht, fragt ruhig vorher mal an, ob ihr ohne Hund erstmal kommen dürft. Eine gute Hundeschule wird ja nie Nein sagen. Und eine gute Gassi-Runde wird auch nicht Nein sagen. Ja, eine gute Gassi-Runde wird sagen, finde ich super, weil der ist es wichtig, was wir tun. Und der ist es wichtig, was passiert. Und die möchte das für ihre Hunde einfach gut haben. Es ist ja auch nichts dagegen zu sagen, sich nicht zu unterhalten. Ja, wir wandern auch viel mit dem Verein. Ich laufe auch mit anderen. Aber entweder habe ich die Hunde dann an der Leine und wenn sie im Freilauf sind, unterhalte ich mich nicht, weil dann habe ich meine Augen bei den Hunden. Oder wir machen gemeinsam Pause. Und wir machen gemeinsam Pause, um dann zu quatschen.
Geben den Hunden eine Schnüffelrunde aus, was halt möglich ist, wenn es fremde Hunde sind, weiß man ja wieder nicht mit Ressourcen, muss man wieder gucken. Aber wir machen eine gemeinsame Pause und dann können wir eine halbe Stunde, wenn wir gelaufen sind, eine Stunde, setzen wir uns eine halbe Stunde in den Biergarten oder eine halbe Stunde auf eine Wiese, machen Picknick, die Hunde machen Picknick, wir machen Picknick. Und dann können wir quatschen und wenn wir weiterlaufen, gucken wir wieder alle auf unsere Hunde. Ja, aber lauf doch erstmal ohne Hunde mit. Schau dir das an. Und dann hast du mit Sicherheit das Gefühl, ob das passt oder nicht. Gabriele, unser Abschiedsspaziergang bei dir war so richtig toll. Wir waren eine gute Gruppe und alle unsere Hunde waren einfach so gechillt. Das stimmt, Gabriele. Gabriele war auch beim letzten Intensivwochenende dabei, das jetzt im Juli stattfand. Und das sind ja auch immer Gruppen, wo man nicht weiß, wie harmoniert das. Aber es ist immer unser Ziel. Von Freitag beginnt das, diese Intensivtage. Seit ein paar Tagen stehen übrigens die 2023 Termine auf der Website. Wen es interessiert, der kann da gerne mal nachschauen. Freitag beginnt es und unser Ziel ist immer, Sonntag zum Abschluss alle gemeinsam spazieren zu gehen. Und bisher hat es immer geklappt. Und zwar wirklich mit Ruhe, wirklich gechillt. Man kann das gut hinkriegen, aber ich achte ja auch, das weißt du ja, Gabriele, aber für alle anderen als Info, wir starten wirklich mit Ruhe. Eine Gruppe nach der anderen steht am Auto, lädt die Autos aus, die können erstmal gucken, die können sich erstmal orientieren. Wir halten gewissen Abstand, wenn wir loslaufen und nähern uns erst beim Laufen so langsam. Also wenn man da so gewisse Regeln einhält, dann kann das wunderbar funktionieren. Alex, Nala und ich lernen gerade ein anderes Mensch-Hund-Team aus dem Dorf kennen und es läuft richtig gut. Wir gehen beide angeleint und versuchen sie langsam aneinander zu gewöhnen. Nala ist mega entspannt und ist gestern sogar von sich aus rückwärts gegangen und aus der Situation raus. Klasse. Deine Nala lernt immer mehr, na, dass es sich total lohnt, einfach ein bisschen zurückhaltend zu sein oder sich eben aus Situationen rauszunehmen. Klasse. Genau, und du weißt ja, brauche ich dir jetzt nicht sagen, aber wichtig für alle anderen, wenn ihr gemeinsam mit jemandem lauft, die Hunde immer erst außen, also nie Hund an Hund. Im Idealfall Mensch, Mensch, Hund, Hund, also beide Hunde außen, parallel, auch mit Abstand erstmal. Oder wenn man hintereinander läuft, dann immer der unsichere hinten, der sichere vorne, weil wenn der unsichere vorne läuft, fühlt er sich verfolgt und es gibt Stress ohne Ende. Wenn ein Hund Pause macht, macht auch der andere Hund Pause, damit keiner das Gefühl hat, er verpasst irgendwas. Also wenn einer pinkeln muss, kacken muss, bleiben die anderen einfach stehen. Ich verringere den Abstand nicht, wenn ich mich auf einen Abstand geeinigt habe am Anfang. Ich muss euch das so zeigen. Also wenn man so läuft, wenn der stehen bleibt, bleibt der natürlich auch erstmal stehen, dass sich nicht einfach der Abstand verringert, ohne dass ich da gut gucken kann, warum bleibt der stehen. Ja. Wenn man so bestimmte Dinge einfach plant, organisiert, wenn das klar ist zwischen den Leuten, die miteinander laufen, dann warum nicht? Dann ist es eher toll. Christina, haben wir ja auch und habe das ja unterbunden. Seitdem interessiert sich Juk nicht mehr für die Hunde, selbst wenn die am Zaun bellen. Jetzt hat es vorne an der Tür geklingelt. Ich habe keine Ahnung, wer da klingelt, aber bin ich da. Es kommt kein Hund mehr und es wird auch keiner geholt. Bea, aber wir haben auch nicht gequatscht, sondern auf unsere Hunde geachtet. Genau, wir haben auch ein bisschen gesprochen, aber halt immer, wenn wir standen zum Beispiel. Ja, dann haben wir natürlich auch ein bisschen gesprochen. Wenn wir gewartet haben, dass die Anna zum Filmen oder Fotografieren vorgeht oder so, dann standen wir aber. Christina, wir haben hier eine Hundehalterin mit zwei Hunden. Wenn die Gassi geht, läuft ihr Mann mit dem einen Hund vor und 10, 20 Meter hinterher. Die Hunde fiepen und jaulen jedes Mal. Vorgestern bin ich mit Juk an der Dame vorbei. Und dann kam der Kommentar, der arme Hund, der Maulkorb, macht Hunde viel aggressiver, so ein Schmarrn. Ja, die sollten sich überlegen, warum ihre Hunde jaulen und wie sie das in den Griff kriegen. Aber Christina, du weißt ja, was andere Leute sagen, interessiert uns nicht. Wir lassen uns nicht den Tag verderben und nicht den schönen Spaziergang unserer Hunde damit verderben. Claudia, leider habe ich das Problem, dass ich total nette Nachbarn habe, die bisher super verträgliche Hunde hatten, aber die neue ist eine Schäferhündin mit vielen Baustellen, die meine Nachbarn einfach nicht wirklich gemanagt kriegen. Wir müssen ständig aufpassen, dass sich die Schäferhündin und meine Hunde nicht zoffen.
Mit meinem Rüden gibt es keine Probleme. Die Nachbarin bekommt die Hündin einfach nicht. Ups, gewupft. Nicht gemanagt. Und redet sich vieles schön. Ja, dieses Schönreden ist sehr schade, weil ja, die werden nie einen Ansatz finden, ne, wenn die sich das schönreden. Es ist schwierig und nervig, aber wir gehen seit über 15 Jahren jeden Sonntag zusammen. Aber eigentlich macht es mir und meiner Hündin nicht wirklich Spaß. Ich möchte die gute Nachbarschaft aber nicht beenden. Was würdest du mir raten? Ich würde ihr das ganz deutlich so sagen, dass du die gute Nachbarschaft nicht belassen willst, aber dass es so nicht geht. Und dass ihr einen gemeinsamen Weg finden müsst, dass sie sich das nicht schönreden darf, weil das ist sehr gefährlich, sich was schönzureden. Ich weiß, dass das viele machen und das ist auch eigentlich menschlich, ne, dass man es nicht wahrhaben will. Ich würde das tatsächlich sehr ehrlich so zu sagen. Du, ich möchte eigentlich, dass wir eine gute Nachbarschaft haben und dass das passt. Und mit dem Rüden passt es ja auch. Aber wir können das mit der Hündin nicht so weiterlaufen lassen. Und wir suchen uns einen guten Trainer oder versucht das und das mal, bevor wir uns wieder treffen, das und das mal zu trainieren. Also ich würde da ganz offen das Gespräch suchen, weil du bist ja nicht verantwortlich für das Training von der Nachbarshündin. Na, das muss sie ja selber machen und das muss sie wollen. Und wenn du über die Schiene gehst, dass das die Nachbarschaft belasten könnte und du das aber ja nicht willst, reichst du ihr ja die Hand. Ja? Und vielleicht kannst du ihr Tipps geben, vielleicht kannst du ihr helfen, vielleicht kannst du mal mit ihr trainieren ohne deine Hunde, dass du ihr einfach da mal ein bisschen was zeigst. Also gib ihr einfach zu verstehen, dass du ihr gerne hilfst, ihre Hündin in den Griff zu kriegen, damit die Nachbarschaft einfach eine gute bleibt. Das wäre jetzt so mein Ansatz einfach mal auf der menschlichen Ebene. Weil leider ist es ganz oft so, dass wenn Hunde ein Problem miteinander haben, das von der Hundeebene in die menschliche Ebene geht. Und dann wird es ganz schwierig. Hunde untereinander kommen irgendwann mal wieder klar. Und wenn die menschliche Ebene zerbrochen ist, wird es ganz schwierig. Deswegen würde ich erstmal diese menschliche Ebene bearbeiten. Gabriele, wir haben bei uns auch schon Termine für Social Box gebucht. Da bleiben wir jetzt dran mit dem Kleid. Sehr schön, Gabriele. Toll. Erzähl dann beim nächsten Mal, ne, wie es war. Super. Susanne, ich muss mich jetzt verabschieden. War wieder sehr interessant. Vielen Dank und tschüss. Tschüss, Susanne. Ja, wir sind auch schon wieder. Na wohl, es geht eigentlich heute. 20.16 Uhr geht noch. Ist im Rahmen. Annette, schönes Wochenende euch auch. Dankeschön. Angeblich trainieren sie fleißig, aber ich sehe keine Fortschritte. Ich glaube, sie gestehen sich nicht ein, sich mal professionelle Hilfe zu suchen. Ja, vielleicht trainieren sie einfach auf dem falschen Weg. Aber auch da kannst du ja einfach mal Hilfe anbieten. Kannst sagen, was trainiert ihr denn oder wie trainiert ihr denn? Vielleicht habe ich einen Ansatz, dass du zu ihnen sagst, vielleicht habe ich, Claudia, einen Ansatz, wie ihr schneller zu Erfolgen kommt. Also nicht, ihr trainiert falsch, sondern vielleicht finden wir irgendwas, wo ihr schneller zu Erfolgen kommt, was besser für die Hündin passt. Ja, dass du das einfach in diese positive Richtung irgendwie verpackst. Petra, ich schaue den Rest der Aufzeichnung. Ja, gerne. Es war wieder so interessant. Vielen lieben Dank und noch einen schönen Abend euch auch. Dankeschön. Manchmal fragt man sich echt wirklich, vor allem als ich dann meinte, dass uns zum Maulkorb geraten wurde durch Christine, kam gleich, ja, ihre Hundetrainerin scheint ja ein Ass zu sein. Ich sage dazu nichts mehr. Ja, ich bin die Hundetrainerin, die das geraten hat, dass dein Hund einen Maulkorb trägt. Und wenn sie nicht versteht, warum, kann sie gerne mal bei ihr anrufen. Gib ihr doch einfach mal meine Telefonnummer weiter. Sie darf gerne mal mit mir sprechen. Schatzi, du musst da ein bisschen weg. Du bist im Weg. gerne, Cornelia. Schönen Abend euch auch, ja. okay. Von meiner Seite war es das eigentlich, was ich euch so anstupsen wollte. Vielleicht noch kurz den Unterschied zwischen Enrichment und Empowerment, weil ich die zwei Begriffe vorhin erwähnt habe. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich eine bin, die wenig so Hundetrainer Deutsch verwendet, weil ich einfach weiß, dass viele dann erst überlegen müssen, was ist denn das genau? Enrichment ist dieses Bereichern. Das heißt, intrinsisch
motiviert, also was der Hund wirklich als sein Bedürfnis hat, was von innen heraus wirklich sein Bedürfnis in dem Moment ist. Zum Beispiel auch mal den Hund den Weg aussuchen lassen. Heute machen wir mal einen Spaziergang, wo du den Weg aussuchen darfst. Nach der Hälfte der Zeit gehen wir halt zurück, damit wir nicht uns irgendwo verlieren im Nirgendwo. Aber das sind auch so Sachen, die ganz, ganz toll sind für Hunde. Und Empowerment ist eher so dieses Motivieren, sich Dinge trauen, Alternativverhalten ausprobieren. Guck mal, wir müssen das ja nicht machen. Uns geht es doch viel besser, wenn wir jetzt einen Bogen laufen. Solche Sachen, ne? Also das sind diese kleinen Unterschiede. Beides wichtig, beides toll für Spaziergänge. Tschüss, Hannelore. Tschüss, Elke. Gerne. Euch auch ein schönes Wochenende. Sandra, hier, lieben, vielen herzlichen Dank. War wie immer sehr interessant. Schauen wir dann das später. Tschüss. Tschüss, Kathrin. Freue mich auf den Spaziergang morgen früh mit den Tipps von heute Abend. Schön, Inni. Kannst gerne erzählen, wie es war. Gabriele Macher, ich habe so viel gelernt bei dir und deinen Hunden. Auch das Kennenlernen der anderen Teilnehmer war interessant und lehrreich für uns. Ja, und ich freue mich total, Gabriele, dass ihr alle nächstes Jahr wiederkommt. Auch die andere Gruppe hat schon komplett wieder Teil 2 gebucht. Freue ich mich total. Und da gehen wir dann einfach noch ein paar Schritte weiter in unserem Training. Andrea, vielen lieben Dank. Habe einige Denkanstöße bekommen. Freut mich. Das ist mein Ziel. Das muss ja auch immer jeder für sich selber gucken, was er sich rausnimmt. Ich kann aus meiner Praxis reden, ich kann aus der Erfahrung mit meinem Sexhund, mit meinem Pflegehund, mit meinem Pensionshund hier, da kann ich reden. Und es muss aber ja nicht für jeden passen. Also es sind bestimmt auch Dinge dabei, wo ihr sagt, nee, das kann ich mit meinen gar nicht machen oder ich verstehe den Sinn vielleicht nicht und mache ich nicht. Und es gibt aber auch immer viele Dinge, wo ich weiß, dass es bei vielen von euch ankommt und wo ihr umsetzen könnt. Und dafür ist der Webplausch da. Gerne, Christina. Heidi. Euch auch ein schönes Wochenende, Heidi. Vielleicht sehen wir uns ja morgen auf dem Hundeplatz. Miri war wieder interessant und ich werde immer mal wieder auf alte Ideen gebracht. Ja, gell? Man muss immer mal wieder angestoßen werden. Eigentlich weiß man viel, aber ja, immer mal wieder anstoßen. Wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Liebe Grüße an Barney und Anton. Erledigt. Wie sprichst du alle auf einmal an? Meinst du alle meine Hunde gleichzeitig? Meine Hunde haben ihren individuellen Namen und wir haben einen Rudelnamen. Also, ich habe Pepe, ich darf jetzt nicht so laut sagen, aber no, Pepe, Dori, Miu, Aragon, Pina und Vajana. Sonst springen die jetzt nämlich hier alle auf, wenn die denken, ich möchte was von ihnen. Und wir haben einen Familiennamen, einen Gruppennamen, wo sie einfach lernen, da meine ich alle gleichzeitig. Ne? Ob das Rückruf ist, ob das egal was, oder ob ich Leckerli schmeiße und es ist für alle, oder ob ich 10 Leckerli-Spiel mache, egal was, aber wir haben individuell. Das heißt, sie lernen, wenn ich den Namen sage, meine ich nur dich, nicht alle anderen, nur dich. Und wenn ich den Gruppennamen sage, dann meine ich alle gleichzeitig. Das kann man auch wunderbar trainieren, ist auch in dem Namenstraining, glaube ich, sogar mit drin. Also im Kurs ist es mit drin, aber ich glaube, ich habe das im Namenstraining auch mal mit eingebaut. Aber das kann man trainieren. Also ja, individuell und Gruppe, also alle. Maren, danke schön, liebe Christine, immer wieder inspirieren. Danke schön, Maren. Christiane, euch auch einen schönen Abend. Melanie, danke schön, freut mich. Angelique, danke. Martina, schön war's. Danke. Niki ist läufig, also nix Hundeplatz. Okay. Ja, im Moment sind wieder viele läufig, Heidi. Gerne, Petra. Rudelname Yoga Crew. Genau. Nein, unser Rudelname ist Ströleins. Muss ich jetzt auch ein bisschen leiser sagen? Ströleins. Oder alle. Wenn ich alle sage, wissen sie auch, sind alle gemeint, aber Ströleins ist das, was wir bewusst trainieren. Oder trainiert haben. Danke, Gabriele, euch auch. Vielen lieben Dank, liebe Christine, für deine Mühe und dass du Nala und mir immer wieder so super Tipps und Tricks gibst. Wünsche dir und deinem Rudel einen wunderschönen Abend. Ah, wir sehen uns morgen. Okay, freut mich. Bea, ich habe 2 und sage dann einfach beide. Genau, beide. Geht auch. Oder was meine auch als Unterschied kennen, sind Jungs und Mädels. Das kennen die auch als Unterschied, zum Beispiel. Ne? Ich habe ja 3 Buben, also 3 Rüden, 3 Hündinnen
Das ist bei mir zum Beispiel auch was, was ich inzwischen aber nicht bewusst trainiert, sondern weil ich es oft so sage, auch schon ganz gut verstehen. Aber das muss man nicht auch noch unterscheiden. Ne? Wichtig ist, dass sie individuell wissen, nur der ist gemeint, das Name fällt, und dass sie wissen, dass alle angesprochen sind. Marion, danke schön. Liebe Christine, das mit dem Anstoßen braucht man wohl von Zeit zu Zeit. Ja, glaube ich auch. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Rudelname Mädels. Genau, sehr gut. Ich sage Hundis. Ja, geht auch. Hunde. Hunde hört man ganz oft. Ne? Hunde. Da ist es egal, wie viele es sind. Okay, ihr Lieben. Dann, glaube ich, können wir langsam zum Schluss machen. Es war wieder total schön. Ihr habt wieder total schön mitgemacht. Es wäre so langweilig, wenn ich von euch nicht so viele Rückmeldungen kriegen würde. Dann könnte ich zwar auch 1,5 Stunden erzählen, aber dann wird es einfach auch für mich nicht so viel Spaß machen. Deswegen vielen Dank, dass ihr wieder so fleißig dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Webplausch im August. Und im August ist ja auch wieder die kostenlose Woche, wo ich jeden Abend live bin und mit euch zusammen was arbeiten werde. Unserer ist Liebeleins ist auch süß, Laura. Genau, also wir sehen uns demnächst beim nächsten Webplausch oder in der Impulswoche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich werde euch mit Sicherheit mal erzählen, wie es mit meinem neuen Pflegehund geht, der jetzt morgen in 2 Wochen kommt. Und es bleibt spannend, wie immer. Macht's gut, schönes Wochenende.